Im Superman-Streifen Man of Steel sagt der böse General Zod, ein guter Tod ist eine Belohnung in sich. Das ist natürlich ausgemachter Gulasch, taugt aber prima als Einleitung für ein Video über Dark Souls 2. Schließlich kokettiert keine andere aktuelle Spieleserie so sehr mit dem Umstand, dass ihre Spieler reihenweise über die Wupper gehen und allenthalben so ausgiebig mit Sterben beschäftigt sind wie Max Payne mit Saufen oder Geralt von Riva mit Fechten. Die größte Sorge von eingeschworenen Dark Souls-Fans besteht also darin, dass sich Publisher Namco vom knüppelharten Schwierigkeitsgrad und den taktischen Schwertkämpfen verabschiedet, um eine größere Zielgruppe zu bedienen. Unsere ersten Eindrücke von Dark Souls 2 sprechen aber ganz eindeutig dafür, dass man Entwickler From Software auch bei der Fortsetzung eine völlig freie Hand lässt. Diese Szenen jedenfalls könnten beinahe genauso auch im ersten Dark Souls stattgefunden haben. Und das meinen wir gar nicht abwertend. Ein paar Neuerungen gibt's natürlich trotzdem. So sollen wir unseren Charakter nun spürbar individueller gestalten dürfen und es kommt eine neue Grafik-Engine zum Einsatz. Bäume reißt die jetzt zwar auch nicht aus, aber immerhin erkennen wir inzwischen Windeffekte oder eine schönere Beleuchtung und das Level-Inventar lässt sich nun noch genüsslicher in seiner atomaren Bestandteile zerlegen. Der düster atmosphärische Look mit seinen tiefen Schatten bleibt dabei zum Glück völlig unangetastet. Sehr wohl angetastet wiederum wird der Kampf mit zwei Waffen. Dieses sogenannte Dual Wield fiel im ersten Teil noch vergleichsweise rudimentär aus und wird mit Dark Souls 2 jetzt erheblich erweitert. Eigens dafür führen die Entwickler eine spezielle Starterklasse, den Dual Swordsman, ein. Mit dem dürfen wir zwischen zwei unterschiedlichen Kampfstilen wechseln. Entweder sind wir extrem agil, teilen aber nur wenig Schaden aus, oder wir erkaufen uns satte Volltreffer mit einer eingeschränkten Mobilität. Ebenfalls neu ist der sogenannte Temple Knight. Diesen Typen kann man sich am ehesten als Mischklasse aus schwerem Kämpfer und Unterstützungsmagier vorstellen. Die Klassenwahl zwängt uns also nach wie vor nicht unbedingt in eine festgelegte Rolle. Wie schon im Vorgänger sollen wir auch bei Dark Souls 2 die Möglichkeit haben, unsere Spielfigur an unsere bevorzugte Spielweise anzupassen. Immer vorausgesetzt natürlich, wir gehen clever mit den gewonnenen Erfahrungspunkten. Der Multiplayer-Aspekt der Vorgänger, in denen wir beispielsweise in die Sessions anderer Spieler einfallen durften, soll übrigens auch erweitert werden. Wie genau? Das verrät From Software bislang noch nicht so wirklich. Das einzige Beispiel bislang ist dieser Endgegner, aus dessen Schild mitten im Kampf ein Ritter springt. Entweder ein künstlich intelligenter Ritter oder eben ein menschlicher Spieler. Gab's zwar schon in Demon's Souls, bleibt aber cool. Beim Anspielen auf der E3, wo wir uns durch einen kleinen Dungeon schnetzeln konnten, spielte dieser Multiplayer-Aspekt jedenfalls noch keine Rolle. Dafür gefiel uns das nach wie vor erstklassige Gegnerdesign, der Mut zu langsamen, aber dafür tatsächlich realistisch wirkenden Schwertkämpfen sowie die düster stimmungsvolle Atmosphäre. In Dark Souls 2 wirken Kerker und Katakomben eben wunderbar beklemmt und ja, auch brandgefährlich. Da verzeihen wir dem Spiel dann auch die morschen Texturen, zumal sich die Entwickler diesmal mehr Mühe mit der PC-Version geben wollen, was tatsächlich glaubhaft erscheint, denn der PC bildet diesmal die Lead-Plattform. Was für ein Glück, denn vor einer Framerate-Sperre oder einer katastrophalen Maus- und Tastatursteuerung wie im Vorgänger hätten wir fast so viel Angst wie vor dem teuflischen Schwierigkeitsgrad. Aber naja, nur fast.